Doch ich habe mich dagegen gewehrt. Nicht laut zwar, dazu war auch keine Möglichkeit. Der Raum muss es in sich haben. Weißt du, was wir gemeinsam haben, seit ich hier wohne? Die paar Meter zwischen Kühlschrank und einem verdammten Zimmer. Sind alles Objekte, Gegenstände, die ich gefunden habe, die die Leute liegen gelassen haben in meinem Taxi. Das ist mein letztes Projekt hier. Das hieß, meine Nachbarin wollte unbedingt, dass ich mit ihm rede. Sie hat im Fernsehen gesehen, wie in England eine Hellseherin eine seit 10 Jahren vermisste Frau ausfindig machte. Was soll ich damit? Lesen oder Schuhe putzen? Weder noch. Wo, sagtest du, arbeitet deine Klientin? Bei einem Zeitungsverlag. Sie ist für die Abonnenten zuständig. Ich habe mir überlegt, wem ich jeweils mitteile, dass ich in die Ferien fahre oder fliege. Einem Journalisten. Interessieren die sich für deine Ferienpläne? Ich lasse mir die Zeitung ins Ferienhotel schicken. Na, macht es Klick. Klick. Ich habe beschlossen, ich steige aus dem Geburtshaus aus. Was? Ich höre auf, als selbstständige Hebamme zu arbeiten und mich wieder in einem Spital anstellen. Wieso? Weil man dort genug Kollegen hat, dass man die Nacht nicht allein auf den Heimweg muss. Kaum lässt man dich allein, schon flirtest du mit stinkenden alten Männern. Er glaubt, dass der Staat das Trinkwasser vergiftet. Solange der Staat den Whisky nicht puncht, kann mir das egal sein. Vielleicht solltest du dir einen Smart kaufen. Was machst du da drin? Ich liebe dich. Das reicht so nicht. Ich weiß. Und das ist dir egal. Nein. Hör dich ein. So nicht. Stimmt überhaupt nicht. Ich stelle mir nur immer vor, dass das die Brille von Ray Charles sind. Also ich möchte mich eigentlich vorne hinsetzen dann und singen.